Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio. Ja, da sind wir wieder und irgendwie haben wir Blödsinn gemacht, wie immer machen. Wir haben irgendwie die letzten Zuckungen unserer, ach cool, ist ausgelaufen, unsere Plastikproduktion da unten lahmgelegt, genau ausgesaugt, das andere Ding da, unseren anderen Ladebahnhof und wollen jetzt hier mal auf reell umstöpseln. Genau, das werden wir jetzt mal machen. Da läuft noch das letzte. Okay, aber es dürfte nicht mehr viel sein. Sprach er und was für ein Timing. Grandios. Okay, so. Cut. Und wir müssen immer von so ran, ne? Wenn wir da Viere planen, dann müssen wir das so machen. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Machen wir auch so. Okay. Da müssen wir noch ein paar Splitter oben setzen, aber das ist ja unsere kleinste Übung. So, einmal durchziehen hier das Ganze und dann wird das hier alles. Naja, also okay, es ist doch wieder Sisyphusarbeit. So. Aber ich bin ja geschickt mit meinen Fingerchen. Reicht das schon? Reicht schon, oder? Oha. Die snacken die beiden so weg, ne? Und da oben kommt nichts mehr an. Ah, doch, jetzt kommt da was an. Lassen wir mal ganz kurz laufen, dass das ausreichend ist. Die snacken ja mal einen halben weg. Genau, zwei müssten für vier reichen. Und wir haben hier logischerweise mehr als vier, ne? Sechs haben wir hier. Wenn die denn einen vollen wegsnacken. Tun die aber nicht. Nee, nicht ganz. Also müsste das. Ja, der kommt hier oben auch schon in Stocken. Ne? Ja, wunderbar. Dann reichen die beiden erstmal. Okay. So, Problem. Was ist mit dir hier? Ach, du kriegst noch gar nichts, ne? Ja, genau. Wie machen wir das? Einmal hier ein Cut, ne? Wieso? Und dann. Nee, dich nicht. Dich nicht, dich nicht. So, ne? Kann das? Irgendwie noch alle einen rüber? Reicht das schon? Ja, es reicht noch nicht. Noch einen vorsetzen. Okay, machen wir das, ne? Dann machen wir das so einfach. Ja, fast. So, und jetzt müsste das. Genau, jetzt landet es auf der Inneren. Okay, nochmal Unterbrechung kurz. Ah, jetzt wird es auch spannend, ob das dann wieder reicht, ne? Ja, genau, jetzt haben wir alle Sechse im Beschlag. Gucken wir mal nochmal, ob sich das hier beruhigt oder ob wir easy peasy. Die schmeißen auch keine Fullbelts aus hier. Warum macht ihr das nicht? Das ist gerade eine herbe Enttäuschung hier. Ja, ist es. Tatsächlich. So, du gehst mal weg. Und dann schnappen wir uns den ganzen Kasten mal und setzen da auf jeden Fall noch einen zweiten ganzen Kasten runter. Die Rohre und Ins müssen wir per Hand legen, ne? Genau. Hier, lass uns da mal rüber. Aber wieso schmeißt ihr keinen Full Blue aus hier? Wieso arbeitet hier niemand? So, du auf die Höhe, ne? Stimmt das? Das stimmt. Und du auf die Höhe hier, ne? Die liegt da zusammen, genau, ja. So, dann schnappen wir uns das hier alles. Ja, können wir uns noch mehr schnappen? Das schnappen wir uns. Ah, völlig Banane. Was mache ich hier eigentlich? So, und und an. Genau, und dann braucht ihr natürlich noch Saft. Und Saft wollt ihr einmal hier drüber haben, ne? Und einmal hier unten. Genau. Wieso passt das nicht? Wo habe ich denn da geschlampt? Ich schlampe immer hier, ne? Ja.
Okay, dann klappen wir hier weiter. So, okay. Das ist ja blöd. Da bräuchte ich jetzt hier irgendwie sowas wie ein, keine Ahnung, 6 auf 4 Balancer oder sowas, ne? Oder machen wir das? Na, dann müsste ich das alles hier umsetzen. Wenn wir jetzt noch einen dahinter setzen. Oder woran hapert es denn hier gerade? Nicht genug Flüssiggas, ne? Okay, warum nicht? Weil uns das Flüssiggas hier generell ausgeht. Die Vermutung liegt nahe, ne? So. Und ihr seid voll. Das heißt, ihr schafft das nicht mehr. Warte mal, wir fangen mal hinten an. So, ihr kommt da locker hinterher. Genau. Ihr kriegt das Schweröl weg, aber ihr kriegt das Leichtöl hier nicht ansatzweise weg. Ja, so, das heißt, einmal snacken und einmal dran setzen. Einmal verdoppeln bitte das Ganze. Genau. Dann kriegen wir das Leichtöl hier auf jeden Fall weg. Mehr Schweröl. Und hier wollte ich eigentlich... Ja, das ist hier alles... Komm, wir machen das... Einmal nochmal... Ach nee, ich lasse es jetzt so stehen. Das, wie gesagt, die... Ach Gott, ist das nicht gut. Nee. Hier machen wir mal ganz kurz eine Pumpe zwischen. Ja. Weil ich Paranoia habe. Ich habe... Ja, ob der ist berechtigt oder nicht, aber hier alles, was hier rankommt, soll hier mit Druck in diesen Behälter gelangen. Nicht, dass hier irgendwie ein Rückstau hier in das Rohrsystem passiert, was nicht passieren, glaube ich. Aber es ist nur eine Pumpe mit einer 30 kW Leistung. Also von daher stürzt mich das Ding jetzt nicht in den Ruin. Okay. So, okay, verdoppelt. Und das heißt, der hier müsste langsam runtergehen. 23 km. Überzeugt mich nicht. Nee. Das überzeugt mich nicht. Du hältst dich sogar noch stabil. Der bleibt auf 23 km. Hier, komm. Viel hilft viel. Wir haben ja Luft. Ja. Du, dich braucht eh keiner. Niemand mag dich. Romast. Niemand. So, okay. Noch mehr. Das können wir hier noch eine Weile machen und dann können wir, wie gesagt, wir haben ja die Option, dass wir hier nebenan das mindestens noch einmal aufziehen. Wahrscheinlich sogar, ja, zweimal können wir noch nehmen, also 3 Stück. Und das ist ja immer, ich glaube, das Leichtöl, die Leichtöl-Umsetzung hier ist auch der Knackpunkt. Ach, siehst du was, ach, wir haben ja die letzte Runde, vorletzte Runde schon ausgeflippt. Wow, da steht alles. Da können wir gleich mal hochgucken und das, da besser machen, genau. Und bevor das passiert, machen wir hier mal unsere Outs. Können wir die auf der Höhe behalten? Ja. Und du bist hier, ne? Und dann machen wir erstmal als Zwischenlösung, damit wir die beiden hier auch voll kriegen, machen wir da einen... wo ist er wieder? Unser blauer... Da ist er. Blauer Balancer. Dann fuschen wir erstmal kurz rum. Und werden den hier hinsetzen, ne? Genau. Und ein bisschen tiefer. Komm, so. Setzen da erstmal einen Balancer rein. Dann können wir nämlich die hier nochmal ganz schnell anschließen. Völlig problemlos. Und kriegen da auf jeden Fall 2 volle raus. Und das gucken wir uns dann hier nochmal an. Ob das so alles sein muss. Okay, hier sind wir beim Öl. Habt ihr auch alles gesetzt? Alles brutzelt. Sehr, sehr schön. Und jetzt geht hier auch mal das... Ha, wow. Eierlotte. Aber es hat Früchte getragen. Ja. Wow, das ist alles schön. Unerwarteterweise ist das hier alles schick. So. Was drückst du hier raus? Du drückst hier... So halbwegs voll raus, ne? Aber ihr habt jetzt hier keine Mangelerscheinung mehr, ne? Ne, ganz im Gegenteil. Okay. Also läuft das erstmal. Na, kommt her. So. Gut.
Dann nochmal ganz kurz hier vorbei flutschen. Dann müssen wir zum Stahl hoch. Und die laufen hier. Oha, nee, zwei reichen nicht. Nee, zwei reichen nicht. Okay. Na gut. Dann fixen wir das hier noch eben. So, können wir das hier wieder irgendwie irgendeine Art und Weise geschickt machen? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich kann ich das nie geschickt machen. Kennt mich ja. So, das ganze Ding möchten wir da bitte noch einmal ja ruhig bis dahin haben. So. Und dich hoch, dich daran. Genau. Mach die Spätschicht und dann den ganzen Keks. Das hier. Alles. Wir gehen mal ein bisschen weg. Bis da runter. So ist gesetzt. Das heißt, meine Robos kriegen den Auftrag nicht. An. So, mach die Spätschicht und damit wäre das Problem gefixt. Ja. Davon ist auszugehen. Okay, da gucken wir gleich nochmal drauf, wenn ich es nicht vergesse. Was habe ich hier eigentlich gebaut, ey? Was hat mich denn da geritten? Ach, ich weiß, ja. Jugendsünden. Ja. Jugendsünden, Denkfehler, böse Sachen. Ach, okay, so. Auf zum Stahl und da fahren wir hin, ne? Genau. Gelbe Flaschen, ich habe euch im Auge. Aber wir gucken erstmal zum Stahl hoch. So. Kleine Chuchu-Bahn. Und dann haben wir noch. Aber wir fangen mal hier an. Komm, fahr, bring mich mal da hin. Genau. Genau, und das sollte sich jetzt hier gleich. Ein Radar wäre da nicht schlecht, ne? Wo haben wir denn hier ein Radar rumstehen? Wer radarisiert denn hier rum? Da ist ein Radar. Ich wusste doch, irgendwo habe ich hier eins in der Tasche. Und das war jetzt da. Dann bauen wir das Radar doch mal. Ah, von mir aus hier hin. Oh, okay, wir sind angekommen. Raus aus dem Ding. Und dann müssen wir das hier bloß noch anschließen. Ups, nee, komm. Bisschen Symmetrie, ne? So, wunderbar. Und dann die Outs, die können wir, das wollte ich ja letztes Mal schon machen. Die können wir hier auf mal eben so zusammenfassen. Können wir dich hier löschen. Und dich machen wir mit dem nächsten, ne? So. Ran. Ran. Und ein Splitter. Wunderbar. Easy peasy. Ja. Stahlprodde verdoppelt und ich denke, die werden dann auch mitkommen. Hatte ich das eigentlich so schlau gemacht, dass ich hier einen achtfachen Lader machen kann? Ich glaube schon, ne? Die andere Seite könnten wir dann nach unten wegleiten und dann das Ganze hier noch vergrößern. So, und die laufen jetzt hier auch smooth rein, ne? Fast aus, wenn da noch irgendwo ein kleiner Haker drin ist. Eventuell. Was sagen eure Adleraugen? Aber ich glaube, die werden hier komplett aufgefressen, ne? Aha. Uha. Da unten werden sie langsam frech. Habe ich hier nicht eine Arti stehen? Doch, da habe ich eine Arti. Wo kommt denn ihr her? Das stimmt mich traurig gerade. Das ist hier alles im ist das alles, genau. Wo haben wir dann unsere neue Wall Structure, da haben wir. Dann lass uns doch da mal was hinkleistern. Erstmal nur defensiv. Hier war das, ne? Rotate, rotate, rotate. Kann man das hier irgendwie integrieren? Keine Ahnung. Ja. Schön ist anders. Kennt ihr ja. So, okay. Hat sich, das läuft so. Genau, dann können wir eigentlich den Stahlzug gleich mal nehmen und wieder zurück in die Basis fahren. Ne? Das läuft hier alles. Und die kommen hier auch wunderbar hinterher. Ah, genau.
Ja, teuer. Das habe ich ja wieder super gelöst. Wir machen hier nämlich mal einen kleinen Trick. Der ist hier noch nicht wirklich Kriegsenden. Wir hätten hier noch. Ne, da wir Lampen sind, genau. Jetzt. Nein. Okay, dann kriegst du deine extra Wurst hier. Du kriegst eine extra Wurst. So. Das darf ich kurz erklären, also was meine Gedanken ist. Ne? Wir haben jetzt hier ein Zugsignal, das verhindert den nächsten Zug zum Reinfahren und sperrt halt diesen Streckenabschnitt. Soweit so klar, ne? Also Basic 1x1. Und das Problem ist, erst wenn dieser Zug jetzt hier komplett raus ist, dann wird das Signal hier unten grün. Ne? So, erst wenn der komplett das verlassen hat, wird der grün und der nächste Zug kann reinfahren. Das ist bei so einem einseitigen, also vier, ja, bei so einem einseitigen Entladungsbahnhof sollte das klappen. Das ist überhaupt kein Problem. Da wir aber schon spekulieren, dass wir eventuell mal die zweite Seite anzapfen und dann eine doppelt so schnelle Entladung hinkriegen von diesen Waggons, ist ein kleines Gimmick, ist, dass man hier jeweils noch Zugsignale zwischensetzt. Wo setzt man das letzte? Da von mir aus. Das hat jetzt den sehen wir das gleich. Jetzt können wir uns da angucken. Genau, das werden wir jetzt gleich live sehen, was das für einen Vorteil hat. Vorher hat halt der Zug so lange warten müssen, bis der komplett die Strecke vergessen und verlassen hat. Und ihr könnt euch jetzt schon denken, was gleich passiert. Genau, dass die jetzt fast nahtlos ineinander übergehen. Naja, fast nahtlos. Man spart ein paar Sekunden. Also der Nachfolgezug kann hier viel schneller rein. Also viel, es ist effektiver. Ne? Und das ist, hier spielt das jetzt noch keine große Rolle, aber wenn wir eine beidseitige Entladung machen und die hier komplett die Waggons in, keine Ahnung, 6 Sekunden leer fegen, dann ist das, glaube ich, ein Vorteil, den wir dadurch haben. Und der Nachschub wird dadurch besser gesichert. Und wir kommen jetzt hier langsam an die Grenzen ran. Ne? Wow. Hier nichts mehr mit, wir stehen uns die Beine im Bauch. Nee. Was ist das denn überhaupt für ein winziges Vorkommen, was ich hier angezapft habe? Das ist schon halb tot. Na gut. Und das hier ist aber besser, ne? Das ist ein schönes, ein schickes. Ja. Oha. Okay. Und das. Ach ja, ich. Gott. Da gucken wir gar nicht so genau hin. Naja, noch läuft's hier, ne? Und jetzt kommen auch. Ah, komm, das wird hier alles wunderschön laufen. Und da kommt auch schon unser Stahlzug. Erreichen wir ihn noch? Ja, wir werden ihn erreichen. Und was ist denn jetzt hier eigentlich mit den Strings? Haben wir fast drei, da werden ungefähr drei einhergeben, war. Na gut, aber wir lassen es erstmal so laufen. Das spielt da hier eh keine Rolle, weil das hier wieder gleichmäßig verteilt wird, das Ganze. Ne? So, bring mich mal nach Hause, komm. oh Gott, ich das hier. Ja, das muss sein, ne? Das sieht alles schick aus. Oh, wir forschen ja schon 1000 Mal weiter hier. Cool. Du wirst gleich durchgelassen. Wir haben ja. So, mal kurz in die Forschung reingucken. Ja, cool. Das haben wir schon, die 4000er, ne? Und was wollte ich danach? Aber wir lassen es mal. Nee, warte mal, wir. Genau, die schmeißen wir schon mal an. Und die schmeißen wir hinterher. Und die kann ich nicht in eine Queue setzen, ey. Aber ist egal. So, wunderbar. Dann werden unsere wird unsere Offensive hier auch wesentlich stärker. Ja gut, das also den einen Fullbelt hier, den können wir jetzt komplett unterstützen, ne? Genau, also den unterstützen wir auf jeden Fall komplett dadurch. Das sollte nicht mehr das Problem sein, weil das die beiden zusammen ergeben hier mehr als ein Bluebelt. Das auf jeden Fall. Okay, das sieht schick aus. Hier sieht schick aus und da staut sich auch immer schon mal einer. So, was war denn hier unten? Was fehlt denn jetzt hier? Wir haben hier groß, kotzig hätte ich fast gesagt, vergrößert das, aber verlängert das Ganze. Und jetzt fehlen uns hier Yellow. Und wie immer lässt sich das Problem bestimmt ganz leicht und innerhalb von 2 Minuten lösen. Wir schauen uns das mal an. Wo ist denn jetzt hier hapert? Ja, ich möchte das auf jeden Fall. Also Ziel ist es jetzt erstmal, dass wir die Forschungslabore hier alle unterhalten können. Ne? Das wäre schön. Weil wir hatten ja letztens, hatte ich ja noch rumgeprotzt hier mit unserem tollen Durchsatz, den wir da erreichen. Oh Gott, nein, der alte Feind. Der alte Feind fehlt.
Oder? Oder was fehlt ihr hier? Ja. Und ihr kriegt das nicht auf Kette, ihr Nasen. Na gut, das wird... Also, zur Erklärung, die Yellow Bells hier, die sind nicht sehr gut kompatibel mit... Nee, die gelben Greifer sind nicht sehr gut kompatibel mit Blue Bells. Also habt ihr eben gesehen, der hat ja nichts mehr runtergekriegt, weil die zu schnell sind, weil hier halt zu schnell ist, ne? Deswegen. Müssen wir hier schon irgendwas aufbohren? Nee. Das kommt einfach nur schleppend. Ja. Also da lohnt sich halt, also den Satz noch, den Gedankengang zu Ende zu bringen, da muss man dann, wenn man hier Blue Bells benutzt, muss man auch mindestens auf schnelle Greifer mal umstellen, ansonsten kriegen die es nicht gebacken, sich da was runterzunehmen. So, wo haben wir denn unsere grandiose Produktion? Die könnte auch ein bisschen mehr Platz vertragen, ne? Das kriegen wir ja hier eventuell hin. Einmal mit einem Belt-Upgrader drüber hier. So. Und warum bist du denn noch gelb hier? Komm, wir machen hier mal. So. Auf jeden Fall rot. Ja. Und dann sollte das jetzt hier so gut wie nichts gebracht haben. Wie können wir denn hier noch erweitern? Okay, wir können hier noch nach hinten weg. Das hier werden wir nicht mehr anpacken und unsere Warnsignale sind ja auch weg jetzt, genau. Also genau das, was wir wollten. Ne? Der ist jetzt wieder relativ autark und ist nur noch für den ganzen, das ganze Geraffe hier zuständig und Plaster haben wir jetzt komplett wieder hierauf verlagert. Das sieht sehr gut aus. Das sieht wunderbar aus. Rot staut sich sogar. Das ist, also irgendwann, wenn sich Rot staut, dann ja, wird es wahrscheinlich hier ran liegen, ne? Gut, komm. Dich nehmen wir mal weg hier. Du gehst jetzt mal an. Nach da gehst du. Dann gehst du daran. Das passt auch. Und dann werden wir euch hier mal bestehen lassen, ne? Und das einfach, na gut, viel können wir hier wirklich nicht dranhängen. Nee. Oder ich reiße das hier nochmal ab und ersetze das halt durch zwei davon. Ja. Aber wir machen jetzt mal, was wir können. So, da, und was wir können ist Blödsinn. Ne? Und die sind auch schon ganz schön beschleunigt hier. Ne? Mal, lohnt sich das überhaupt? Warte mal, kommt die alles noch ran? Kupfer leiten wir hier schon mit. Wow. Okay, komm, wir machen hier nochmal ein kleines Bed-Upgrade. Damit die auch die beiden Kupfer-Strings wirklich ankommen. Und die rasten ja alle aus, ne? Ja. Die rasten ja alle aus. Wir machen mal die letzten Zuckungen. Wir versuchen das mal. Das ist hier mehr oder weniger eine Totgeburt ab einem bestimmten Punkt. Aber wir gucken uns das mal an, was wir noch rauskitzeln können. Ja. Da kriegen wir das hier noch mehr gewuppt. Ja, ich habe keine Lust drauf. Wir machen das so. Genau. Weil da wird uns eh das Kupfer ausgehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen das hier. Na toll. So, ne? Hey, jetzt macht er mal automatisch vom. So, so, so. Okay. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen das Ganze outsourcen. Ne? Das ist nur eine Frage der Zeit. Was machst du denn hier? Nur eine Frage der Zeit. Gerade diesen ganzen expensive Stuff, also hatte ich ja schon gesagt, diese Leichtbaumodule, die Raketensteuereinheiten und alles, das müssen wir auf jeden Fall dann outsourcen, weil wir das hier nicht mehr handeln können mit unserem Mainbus, das ist dann irgendwann vorbei, ne? Also ich warte auch jetzt auch jede Sekunde, dass uns das Kupfer ausgeht, aber wir haben es schon mal ein bisschen hochgeschraubt jetzt wieder, ja, so ein bisschen, ne, ein bisschen aufgebaut dadurch. Okay, mehr können wir nicht machen.
momentan. Und dann müssen wir halt irgendwann mal hier auf dem Mainbus die drei Dinger legen hier. Das kriegen wir aber hin. Und dann, wo sind überhaupt meine Forschungslabor? Wir können mal gelb angucken. Oh, wow. Hier, cool. Aber immer noch viel zu... Sind noch nicht ganz ausgelastet hier. Nee, immer noch nicht. Können wir auch aus Schande, weil ihr es nicht schafft, lassen wir das ja auch alles mit Yellow Bells. Ja, bis der hier mal irgendwann voll ist, dann... Erst dann will ich upgraden. Okay, Forscher sagt... Ach Gott, grüne 9, die Hälfte. Da war ich aber wirklich enthusiastisch hier letzte Runde. Ja. Echt nur die Hälfte versorgt. Na toll. Ja. Ja, da haben wir doch auf jeden Fall Ziele, ne? Weil der Rest läuft erstaunlich rund hier, glaube ich. Da bleibt ja jetzt alles. Also hier unsere Chip-Produktion haben wir super im Griff. Plaster hat ja bloß noch gefehlt. Blue Chip läuft auch klasse, staut sich hier. Green zapfen wir sogar ganz lässig ab hier und das steht. Ja, das läuft alles. Was haben wir noch? Stahl haben wir eben gerade aufgebohrt. Also können wir hier noch auf jeden Fall noch eine Lane reinlegen, wenn wir möchten. Strom. Strom wird wieder... Ja, wie gesagt, Atomkraftwerk, Blueprint, wenn ihr was in der Tasche habt. Gerne an mich, weil ich klar, könnte ich online nachgucken und da das perfekte Ding da raussuchen, aber... Ich möchte euch auch ein bisschen mit einbeziehen und das hat einen anderen Touch, glaube ich, wenn das von einem Zuschauer kommt, als wenn ich mir irgendwas die perfekte Lösung hier aus dem Internet ziehe. So, was soll ich denn jetzt noch gucken? Irgendwas wollte ich noch gucken. Es läuft alles, ne? Also, überraschenderweise läuft hier alles. Nur die Leichtbauteile. Die müssen wir uns mal merken. Die haben wir auf dem Schirm. Das ist alles schicki. Das kann ich hier auch alles stehen lassen. Genau, du kannst da ruhig warten. Irgendwann mal ein Einsatzzweck. Das ist hier weg. Das haben wir hier. Ist außer Kraft. Das ist so außer Kraft dadurch, durch den fehlenden Mangel. Aber brauchen wir ja gar nicht mehr, den linken. Weil wenn der nicht mehr anspringt, brauchen wir den nicht. Und ihr seht, das hat sich hier alles wieder super erholt. Plus läuft. Alles lebt. Alles super. Alles schick. Und die Folge ist schon wieder viel zu lang. Ja, gut, das ist das Stichwort. Dann lasst uns mal Schluss machen für heute hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.